das, was wir heute als Bissingen kennen, diese kleine Siedlung, die hat ein reicher, vermutlich Franke namens Sulman, an das fränkische Kloster Norsch in der Nähe von Mannheim geschenkt. Er hat Leibeigene verschenkt. Der verschenkte wirklich seine Untertanen mit Familie. Kloster Norsch hatte auch Besitz in Nabern und diese Schenkungen werden im Frühmittelalter als gelegen in Bissinger Marka, also in der Bissinger Markung gelegen, bezeichnet. Und das deutet schon darauf hin, dass eben dieser ganze Bereich hier als Bissingen bezeichnet wurde, aber aus verschiedenen kleinen Siedlungen bestanden haben muss. Und mit dieser Notiz in der schriftlichen Überlieferung tritt Bissingen zum ersten Mal sozusagen ins Licht der Geschichte. Wahrscheinlich gab es Bissingen aber schon deutlich früher, darauf deutet einiges hin. Wir haben ja auch diese archäologische Grabung im Sattlerweg, wo man eben einen adligen oder einen vornehmen Mann der Merowingerzeit gefunden hat. Jedenfalls war er dort mit seinem Schwert bestattet und ganz bemerkenswert mit einem kleinen Kreuz aus Goldblech, ein sogenanntes Goldblattkreuz. Woher kommt nun der Ortsname Bissingen? Bissingen, der Ortsname als solcher, der bedeutet zunächst mal die Siedlung der Leute des Bisso. Bisso ist ein Personennamen und die Ingen sind die Leute, die zu dem Bisso gehören. Ein bisschen andere Deutung lautet eben die Siedlung, in der die Leute des Bisso wohnen. Wer dieser Bisso war, nun, das wissen wir nicht. Er war wahrscheinlich ein vornehmer, adliger Mann. Es könnte gut sein, dass es sich um diesen Mann gehandelt hat, den wir da im Sattlerweg gefunden haben, aber das ist natürlich reine Spekulation. So eine alemannische Siedlung, jetzt sage ich mal des 6. Jahrhunderts, als die Franken hier so langsam geschaut haben, dass sie ihre Macht durchsetzen, die hat nicht so ausgesehen, wie wir uns heute ein Dorf vorstellen, sondern das waren kleine einzelne Gehöftgruppen. Deutlich ortsfester wurde sie eigentlich dann erst mit dem Christentum. Fürs Christentum war eine Kirche notwendig. So eine Kirche ließ sich nicht mehr ohne weiteres verlegen, so wie vorher die landwirtschaftlichen Hofstellen. Damit ist dann schon so ein Konzentrationsprozess eingeleitet.